Hey Leute, bevor das Video hier losgeht, melde ich mich mal aus dem Off. Ich habe jetzt nochmal drüber geschaut. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, als ich das geschnitten habe und nochmal Test geguckt habe. Das war auf jeden Fall nachts. Ich habe da halt hart vorproduziert. Keine Ahnung, wie mir das passieren konnte. Hier sind so viele Fehler drin, die ich halt übersehen habe, auch nochmal beim Test gucken und das jetzt wieder bemerkt habe, dass ich es eigentlich nicht unkommentiert so hochladen wollte. Das Problem ist einfach nur, dass ich die Urdateien, die Aufnahmedateien davon nicht mehr habe und es deshalb auch nicht mehr zusammenschneiden kann, dass es richtig passt. Und deshalb wollte ich euch einfach nur informieren, dass hier Fehler drin sind. Bitte nehmt es mir nicht zu übel. Das sind Sachen drin, wo ich Versprecher nicht rausgeschnitten habe. Und am Anfang ist auch irgendwie die Musik zu. Ich weiß wirklich nicht, was ich da gemacht habe. Ich hoffe, ihr könnt es euch trotzdem anschauen. Und es geht mir einfach darum, dass jetzt nicht eine komplette Folge und ein komplettes Aufnahmematerial von der Oldkarriere fehlt, ohne dass ihr dafür eine Erklärung habt. Deshalb lade ich es lieber so hoch als gar nicht. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, kein Schlaf. Und auch Sonntag bin ich noch wach. Und damit hey und herzlich willkommen zur nächsten. Und damit hey und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Erzgebirge Aue Karriere auf Erzler Games. Und das erste Spiel dieser Folge ist gleich ein richtiger Kracher. Und zwar geht es dann gegen die Lilien, gegen Darmstadt. Und Darmstadt ist ja wirklich einer, der noch um die Aufstiegsplätze kämpft. Und wir wollen denen natürlich in diesem Aufstiegsrennen Punkte klauen. Und ihr habt ganz klar dafür abgestimmt, dass ich Orellana einsetzen soll, weil ich nichts dafür kann, dass das Spiel abstürzt. Und deshalb mache ich das auch. Ich habe euch ja versprochen, ich mache das so, wie ihr das wollt. Ich hätte es anders gehandhabt, aber wenn ihr so abstimmt, machen wir das. Das war ein Fernbot für Sessa, lehnen wir einfach mal ab. Und damit sehen wir uns mit dieser Mannschaft im Spiel gegen die Lilien wieder. Und das war der Anstoß und wie immer sehen wir uns in der ersten Situation. Ah, und Williams verschätzt sich da und kommt nicht vorbei. Und jetzt haben sie dort eine gute Situation. Melem auf der Außenbahn und er bringt ihn in die Mitte und das ist gefährlich, aber er ist drüber. Und das ist nicht wahr. Es ist echt ein Elfmeter. Ich habe es gar nicht kommentiert. Ich habe diese Chance nicht ernst genommen. Ich habe es nicht mal kommentiert und jetzt ist es echt ein Elfmeter. Und ich hoffe jetzt auf Mendel. Und Mendel hat nicht die Ecke. Und das ist das sichere 1:0 für Darmstadt. Meines Erachtens eine Fehlentscheidung. Aber gut, ich bin kein Schiedsrichter. Ihr könnt ja gerne sagen, falls ihr einer seid, war es eine Fehlentscheidung oder war es richtig? Und damit rennen wir jetzt sehr, sehr früh schon einem Rückstand hinterher. Und das macht viel Platz für Krüger. Endlich mal Platz. Endlich haben wir auch mal eine Chance. Krüger spielt den nochmal in die Mitte auf Hochscheid. Aber Hochscheid läuft einfach weiter und geht nicht zum Ball. Das kann ich nicht verstehen. Und jetzt gibt es eine Kontersituation für die Lilien. Jetzt müssen wir aufpassen. Akku läuft aber gut mit auf der Außen. Und Schalke kommt da, glaube ich, nicht in die Mitte. Aber den kann er noch flanken. Aber Akku klärt den erstmal zum Eckball. Und Hochscheid. Jetzt haben wir vielleicht mal eine Kontersituation. Hochscheid kann gut laufen. Und da spielt den auf Testrot. Sorry, es ist Orellana. Orellana spielt den auf Testrot und jetzt Krüger. Und Krüger macht das ganz wichtige 1:1. Wunderschön herausgespielt. Und jetzt viel zu viel Platz in der Mitte. Und das zieht die Kopf. Und sie spielen das schon wieder sehr gut. Und dann verschätzen wir uns und zum Glück sich damit ja ganz lange verbunden. Und zu viel Platz schon wieder. Und den. Boah, man hat da lang den Ball. Jetzt können wir vielleicht nochmal kontern. Hochscheid auf Wydra. Und Wydra auf Testrot. Diesmal war es richtig Testrot, aber der kann da gar nichts aus diesem Ball machen. Und jetzt müssen wir nochmal aufpassen, noch nicht rumwitzeln hier. Jetzt ist nochmal Platz für Melem auf der Außenbahn. Und der kann auch an Agu vorbei, aber den hat Melem sicher. Vielleicht nochmal ein schneller Abwurf, nochmal ein bisschen kontern hier. Und Testrot kann aber leider nicht sich schnell genug drehen. Auf Rasmussen, der wieder auf Kuposovic, der mit einem super Pass eigentlich auf Testrot, das aber leider zu langsam. Now, 88. Minute, Mendel kommt nochmal raus, um den Ball schneller wieder zu bringen. Mendel mit einem gefährlichen Verhalten da. Und der spielt auf Wydra. Und der auf Testrot, der steckt den nochmal durch auf Wydra. Aber da laufen sie sich leider fest. Letzte Chance wahrscheinlich im Spiel jetzt. Darmstadt nochmal in der Vorwärtsbewegung.
Aber wir fressen gut. Sie kommen jetzt nicht durch und damit ist das Spiel abgepfiffen und es endet mit einer Punkteteilung 1:1 zwischen Aue und Darmstadt. Und gegen jemand, der eigentlich gegen den Aufstieg spielt, ist das auf jeden Fall ein akzeptables Ergebnis. Und in das Spiel gegen Heidenheim gehen wir mit dieser Mannschaft rein und diese ist eigentlich immer relativ erfolgsversprechend. Dementsprechend hoffe ich, dass wir hier zumindest einen Punkt mitnehmen und wir nehmen keinen Punkt mit. Das ist schade, Krüger macht ein Tor in der 49. Minute, aber Tomala zerschießt uns im Alleingang und damit verlieren wir das Spiel 2:1. Und das nächste Spiel gegen Karlsruhe sollten wir doch wohl gewinnen. Wir spielen heim gegen einen ehemaligen Drittligisten, gegen einen Aufsteiger, der jetzt, denke ich mal, wieder gegen den Abstieg kämpft. Das schauen wir mal rein. Nein, sie sind tatsächlich 13. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und wir gehen jetzt sofort mit dieser Mannschaft, die wir ja kennen, in die Simulation rein. Und das Spiel geht mit einem 1:0 für Karlsruhe aus. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder zu stark abrutschen. Und was in den letzten Spielen ja leider überhaupt nicht geklappt hat, spiele ich jetzt mal mit Orellana auf rechts, Krüger am Sturm und Baumgart, wahrscheinlich Orellana auf rechts. Und was in den letzten Spielen überhaupt nicht geklappt hat, spiele ich jetzt mal mit Orellana auf links, Baumgart auf rechts und Krüger am Sturm und hoffe mal, dass wir mit dieser Mannschaft ein besseres Ergebnis spielen gegen St. Pauli. Wir sind zu Gast in St. Pauli, das macht es natürlich nicht gerade einfach. Sie haben einen Sieg, eine Niederlage und einen Unentschieden und sie bekommen eine Niederlage von uns. Und Baumgart und Krüger danken mir diese Einsatzzeit, die sie hier bekommen haben, mit jeweils einem Tor. Und wie zum Abschluss von jeder Folge haben wir hier noch das monatliche Scouting-Update. Meyer passt uns leider nicht, Schärfer, er wäre ja interessant, weil er eine ganz gute Gesamtstärke hat, aber sein Potenzial ist halt leider nicht gut und ich glaube, das dynamische Potenzial wird auch nicht so viel regeln. Ich lasse ihn mal drin, ihr könnt mal sagen, was ihr dazu meint. Krüger ist nicht interessant und Prott, der neue Prott, und der ist sehr interessant mit 230.000 Marktwert und einer relativ guten Gesamtstärke und einem guten Potenzial und den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um auch keine der nächsten Folgen von der Erzgebirge Aue Karriere zu verpassen.